Hey, ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck zu Empire of Angels 4. Hier haben wir ein Spiel von einer taiwanischen Entwicklerfirma. Und dieses Spiel soll man so ein bisschen als Fire Emblem Light vergleichen können. Nur, dass man hier einen sehr großen Fokus auf Waifus gelegt hat. Also, ich werde euch gleich, bevor wir das Spiel starten, das Intro zeigen. Und da sind nur relativ viele leicht bekleidete Mädels am Start und mehr auch nicht. Aber scheinbar so ein bisschen scheinen auch so ein paar Themen trotzdem angesprochen zu werden, die vielleicht ein bisschen kräftiger sind. Bevor wir loslegen, einen kurzen Überblick in das Optionsmenü: Resolution, Fullscreen, Quality, Battle Screen, Play oder Skip, bin ich mir noch nicht ganz klar, was das genau bedeuten wird. Autoplay hatte ich gleich mal deaktiviert, damit wir die Story uns besser durchlesen können. Und Soundeinstellungen. Das war's. Gut, dann würde ich sagen, ich klicke auf New Game, aber für euch kommt jetzt erstmal das Intro.7年前，瓦尔克利王国与异世界在两境大战中击败了野心家毕纳危机，至今仍广为后世所歌颂着。在女帝维斯塔的英明统治之下，一度引领艾斯加大陆走向和平兴盛之路。然而，时光流转，过往贤明的统治已经不在，王国的基石渐渐开始动摇。 新任瓦尔克利女帝欲以军事力量制裁东大陆的新兴大国孟图，制裁行动招致了孟图王国的强烈不满，孟图领主遂宣布自立为王，两国之间形成了激烈的对峙，并将整个艾斯加大陆卷入乱局。战事仅短短维持了一年，并以停战告终。 在两国停战之后，看似已渐渐回归平静，但事实上台面下的角力依旧频频。时序辗转来到1年多前，神秘的瘟疫突然在民间迅速蔓延开来，感染者会变化成毫无怜悯之心的嗜血狂徒，四处攻击村庄与生物，因此世人给了这个瘟疫一个名字——纳姆塔热。 在人民处于水深火热的境地挣扎时，一支专门收集并调查此类事件的纳摩塔调查队，并由此应运而生。 可恶，我们来迟了。 这一带受到感染变异成纳姆塔的民众已经越来越多。Sehr schön, das ist scheinbar alles hier synchronisiert. 看来真的很不乐观。
中央军目前对纳姆塔日的病因和蔓延方式依旧所知甚少。难道我们只能选择牺牲百姓的生命来换取时间吗？尼亚，当初你不听我的劝告，执意加入调查队，现在你该不会是害怕了吧？哼，怎么可能？有你和克里斯丁跟我同进退，我怎么可以让你们失望呢？我知道了。 我会好好打起精神的。啊，四周好像有异状，想不到潜伏了那么多纳姆塔。李欧娜，你该不会是害怕了吧？别开玩笑了，这种阵仗还吓不倒我。那就好。 Und damit kommen wir dann zu unserem ersten Kampf. Und gerade wenn man so ein bisschen das Intro gesehen hat oder das Menü, wirkt das natürlich jetzt hier mit dem Gameplay schon so ein bisschen merkwürdig, sehr chibi-ähnlich gehalten. So, Deployment Menu wird es offiziell genannt. Wir haben Nia und Leona. Wir können, wenn wir rüberhalten, sehen, was sie sind. Infantry und Swordsman. Das ist natürlich relativ lustig für dieses Spiel, wo keine Männer vorkommen, aber hey. So, was haben wir denn hier im Groben? HP, MP, Attack, Hit, Heal, Evade. Movement, Resistance, Progress. Sowie Skills. Meine Frage ist... Genau, ich kann auf eine draufklicken, um zu sehen, was es ist. A normal attack skill und recover HP on surrounding allies and fortify resistance on self. Und was hat Leone? A normal attack sowie a normal attack skill. Also beide. Natürlich ein bisschen merkwürdig, aber oh, da sind auch Attribute dabei mit Earth and Water. Select a character and click on the desired position. Required participants are not movable. Mit anderen Worten, die kann ich hier gar nicht großartig jetzt noch mehr bewegen. Start a battle. The battle tutorial begins now. You can press escape and call up game tutorials in the system menu at any time for all tutorials in case you miss out. The blue grids on the terrain indicate the movement range in battle. Click on any tile or any cell to move. If the grids are unclear, tap alt to enable terrain grid lines. Alt, okay. Tap again to disable. Your controlling character is displayed on the top left. And your team members are in the list on the right. Click on a different member to switch to that character. After the moving, the action menu will pop up. You can choose from attack, recovery and support skills here. Das sieht man da unten. After selecting attack, the yellow grid on the ground indicates your attack range. And red grid indicate accuracy range. And red grids indicate accuracy range? What? Tap escape to cancel and return to the previous menu. You will automatically switch to the next member after the attack. After all members have executed an action, the turn ends. There are a lot of hotkeys to use in the stage to speed things up in battle. Nöpala. Ich will vielleicht vorher angucken sein. Blood, Strip, Switch. Say what? Got it? Hätten wir ganz gerne die anderen nochmal angeguckt. Row Transformation, Ruled Line Switch. Da muss man vermutlich so ein bisschen davon ausgehen, dass so eine andere Übersetzung nicht vielleicht hundertprozentig ideal ist. Aber das ist auch nicht immer so selbstverständlich. So, was haben wir denn hier? Wir haben gehört, Namta-Fieber ist ja am Start. Interessant zum Beispiel, das Menü ist jetzt hier in der Mitte. Kann ich das Oh, man kann das bewegen. Das ist natürlich wiederum ganz cool. Kann ich alles bewegen? Nee, scheinbar nicht. Nur dieses eine Menü. Was interessant ist. Und da gibt es auch ganz wichtig, scheinbar nur die Ecken hier selber. So, aus irgendeinem Grund... Achso, du lagst hier, genau. Die hatten wir hier in die Cutscene reingeäumelt. Aber diese Person ist jetzt nicht mehr hier. Gut, wir haben hier unten... Einen auf Level 2. Das scheint so ein bisschen der Boss für diese Stage zu sein. Aber wir mit Level 5 sollten das doch relativ sicher schaffen können. So, wir haben Infantry und Swordman.
Das heißt also, wir haben doch hier keine größere Strategie, auf die wir zurückgreifen sollten. Gut, dann laufen wir mal mit ihr, Nia, hier hin und... MP. Ist das MP? Muss ja eigentlich fast. Ich mache mal eine normale Attacke, um zu sehen. Oh, und ja, oben haben wir dann weitere Anzeigen. Hit 100, aber Counter-Hit ist auf 72. Okay, das eine ist eine Recovery-Skill, also werde ich einfach nur hier ganz normal angreifen. Tja, natürlich. Ah, natürlich wird besiegte Mädels die Klamotten geklaut. Ach ja. Oh, sie hat's überlebt. All units, unit actions executed. End round. Note select cancel to change character facing. Click Control und RMB to execute selected action. Okay, also im Endeffekt hat man die Möglichkeit auch zu entscheiden, wo sie... die bewegen sogar überraschend schnell. Nice. Okay, wir haben also unterschiedliche Battle-Themes. Also ich hoffe, dass ich trotzdem... Ja, sollte eigentlich trotzdem angreifen können. Jetzt ist meine Frage... Oh, sie kommt gar nicht so weit. Okay, dann gehst du einfach nur hier hin. Und jetzt will ich mal gucken. Okay, also wenn man rechte Maustaste drückt, wird man zurückgesetzt, wo man angefangen hat. Wenn ich aber Steuerung und rechte Maustaste drücke, kann ich auswählen, wo sie hingucken soll. Person kommt eh nicht so weit. Der Kollege hat sich umentschieden. Oh boy. Gut, dann würde ich sagen, du kümmerst dich mal um sie. Und falls sie da Hilfe braucht, was der Fall ist, dann rückst du mal ganz kurz darüber. Meine Frage ist jetzt natürlich aber trotzdem, wir haben hier diesen... Okay, das ist einfach reine Knights Defense. Für die Runde werde ich das mal nicht einsetzen, aber vielleicht für die nächste, damit wir die andere... heilen können. Mal gucken, wie nah der Mage kommt. Oh, er kommt sogar ran. Greift aber interessanterweise sie als erstes an. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das sah sogar relativ ulkig aus. So, meine Frage ist jetzt zum Beispiel... ich würde eigentlich erstmal gucken, aber... im Großen und Ganzen schien das keine falsche Idee gewesen zu sein. So, und das Schöne ist zum Beispiel, obwohl ich sie nicht anvisiert oder ausgewählt habe... kann ich trotzdem sagen, sie soll sich drehen. Cancel. Erstmal nochmal so drehen, okay. Oh, und dann kann man sich die auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Auch gar nicht mal uninteressant. Basic Fire Skill inflicts damage to one nearby enemy. Restore target HP. Oh boy. So, und jetzt End Round kann man hier unten sagen, okay. Ja. Gut, also da wird jetzt vermutlich auch nicht mehr viel mehr Magie dahinter stecken. Einfach nur noch jetzt hier besiegen. Meine Frage ist, ob es zum Beispiel cleverer gewesen wäre, mit Nier den Final Hit hinzulegen. Falls hier ernsthaft irgendwie XP verteilt wird. Alle Fire Emblem zum Beispiel. Okay, also wir haben... Na, darf ich mir gar nicht mehr angucken. Tale of Angels. So,这样下去，扫荡行动根本没完没了。纳姆塔一点都没有减少的迹象。没办法，内阁的决议就是持续扫荡纳姆塔。我猜他们目前也没有其他具体对策。 他们根本不明白事情已经演变到什么样的地步。尼亚，你看天上，那是。
流星吗？好像往拉朵纳森林的方向飞去了。走，我们追去看看。Die Story ist natürlich bisher noch relativ übersichtlich. Irgendwelche Infektionen, irgendwelche Fieber, die ausgebrochen sind, und bisher wären sie eigentlich halt nur abgeschlachtet, so wie scheint. Und man hat gesehen, da war irgendein Magier noch dahinter. Der war zwar auch halt nicht anderswertig deklariert, aber es war natürlich trotzdem interessant. So, man sieht hier eine Übersichtskarte. Bisher nur ein weiterer Punkt aufgepoppt, aber man sieht hier Story. Also ich gehe davon aus, dass man in der Zukunft vielleicht noch Alternativsachen freischalten kann. Wow, 地面都破了个大洞啊！看来是坠落在这里了。咦，在坠落点所在的地方，好像有什么东西在发光。这到底是什么？我们好像发现了某种不得了的东西。Oh, Nia, slowly reach for the glowing ball of light. Nia, 你做什么？我，好奇妙的感觉，看起来像是虚幻的形体，但这触感又很真实。先把它带走吧。我们现在可没有时间研究这些。为什么？因为我们已经被包围了。哦，这飞机是瓦尔克利的渣子吗？解决掉他们，把东西抢过来。哦，看来又有场硬仗要打。总算到了，克里斯丁，你怎么过来了？我发现一道从天而降的光芒，原本还想找你们一块过来调查，想不到你们已经赶在所有人之前抵达了呢。你来得正好，我们被梦土人包围了，想办法帮忙开个路吧。嗯，没问题。Ich glaube, die Aussage mit Surrounded hat man auch nicht ganz verstanden, wenn sie einfach aus dem Nirgendwo, bzw. von einer Ecke da, einfach hier hinzukommen konnte, ohne Probleme. Okay, drei Leute. Oh, sie ist Level 7. Nix. Wir können hier weiterhin nicht viel machen, also Start.Okay, das ist ein bisschen schade. Man hat sich so ein bisschen an andere Spiele gewöhnt, wo man einfach Tab drücken kann, um... Ah ja, um zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln. Ja, wir sehen also auf jeden Fall hier gleich von Anfang an, sie hat einen Bogen und je nachdem, wo das Ganze rot aufleuchtet, kann sie dann theoretisch aus der Entfernung auch auf Gegner schießen. Lass mal gucken, wir machen das so. Ja, das funktioniert interessanterweise auch so. Also da hätte ich so schon gedacht, wenn man...sich gerade die Symbole anguckt. Das ist ein Nahkampf und das ist ein Fernkampfangriff, aber ist nicht der Fall. Haha! Das ist natürlich ganz großes Kino. Okay, dann sieht man hier... Oh, Fallen Tree Road. Die Dinge haben auch Status, okay. Also wir können jetzt wirklich hier hingehen und das Ding angreifen. Wir schaffen es nicht, einen Angriff, okay.Dann machst du einfach auch mal mit. Ja, okay. Das ist eine interessante Idee. Oh. Wir sind ja tatsächlich... Oh. Oh. Deswegen hatte ich die da oben wahrgenommen und nachdem halt die Madame hier ohne Probleme dem Kampf sich anschließen konnte, dachte ich, das ist ein Witz gewesen. Aber nope, da sind wirklich überall Leute.Okay, ich würde trotzdem sagen, wir versuchen uns vielleicht mal so ein bisschen zusammenzuziehen.
Ja, leider haben wir hier niemanden von denen, die einfach mal kurz was machen können. Also würde ich sagen... Oh, könnte ich meine eigenen angreifen? No. Machen wir die einfach mal ganz kurz platt. Oh, sie kann nicht so arbeiten. Also sie braucht definitiv Schutz. Oder muss schräg stehen. Okay, und der finale Schuss natürlich auch hier wieder in kleine D-Mädels. So, noch keine wirkliche Ahnung, wie man die Massen an Gegner besiegen soll, aber vielleicht ist wirklich der Witz, dass man sich einfach nur noch... Oh. Hoho. Einfach nach da oben flüchten soll. Was im Endeffekt unsere Entscheidung ja schon mal richtig gemacht hat. So, ich habe jedoch keine Ahnung. Okay, das würde mehrere Leute wiederum treffen. Was ein bisschen schade ist, dass man auf den ersten Blick nicht sehen kann, wie viel Schaden man anrichtet. Und zwar hier oben im Endeffekt diese Stats. Aber ich weiß nicht, ob 65 Attack automatisch bedeutet, wir machen 65 Schaden. Dann würde immerhin den Archer fast besiegen. Ja, leider können wir das nicht besser machen. Aber vielleicht geht es trotzdem in Ordnung, erstmal hier so ein bisschen weit nach oben sich zu begeben. Zu gucken, dass man hier sich vielleicht durcharbeitet. So, wenn ich dich hier hinbegebe und dann angreife. Wie weit kann da Nia laufen? Na, ein bisschen weiter, aber im Endeffekt behalte ich euch beieinander und sag einfach mal, hey, heile, heile Gänse. Wo ich auch nicht weiß, ob die MP wiederherstellen. Verdammt viele Gegner. Hoho, sehr schön. Obwohl ich sie nicht mal angeguckt habe. Was mir sehr gut gefällt, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das Spiel nicht zu lange braucht, um von den Gegnern die Züge zu berechnen. Klar, wenn du mehr Gegner hast, musst du natürlich so ein bisschen warten, bis sie alle ihren Zug machen. Aber die laufen relativ zügig. Es gibt keine Ladezeiten bezüglich des Berechnen deren Züge oder ähnliches, also das geht dann alles in einem dann doch durchaus in Ordnung. So, ich würde natürlich sagen, wir gucken, dass sie erstmal weiter hier voranrückt und die ausschaltet, während die anderen so ein bisschen voranziehen. Aber ich werde jetzt hier in dem Fall zum Beispiel... Oh, man kann auch wirklich alle Linien anzeigen. Ich die einfach nur bewege. Oh, warum hat das jetzt zum Beispiel nicht funktioniert? Achso, weil ich jetzt hier warten sagen muss. Ja, okay. So, eine Sache, die wir dann vielleicht mal nächste Runde testen müssen, ist, wie man sehen kann, die Gegner reagieren. Wir sehen ja, die laufen uns zu, aber Madame auf Pferd hat sich bisher keinen Meter gerührt. Das erinnert wirklich so ein bisschen an Fire Emblem Boss, wo man erst in einen gewissen Radius gehen muss, aber ich bin mir halt noch nicht sicher, wie man diesen Radius einsehen kann. Das werden wir gleich mal hier in der nächsten Runde rausfinden. Okay, Frage beantwortet. Oh boy. Kann sogar relativ viel Schaden anrichten. Das ist die Situation gar nicht selbstverständlich gerade macht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, die hilft verdammt viel aus. Das heißt also, ich werde einfach mal ganz kurz ernsthaft versuchen. Der Spreadshot ist eigentlich nicht so clever. Ja, sogar eine Animation für sie bekommen. Du gehst mal hier rüber und hilfst einfach mal aus. Mach's ruhig mal. Ah, Spinning ist wirklich auch ein Angriff, der mehrere Leute in die Umgebung treffen kann, ne? Natürlich auch nicht unbedingt schlecht. Oh, oh, sie kann beide damit treffen. Das finde ich unangenehm. Oh, aber sie hat sich schon wieder voll regeneriert. So, stell dich mal so und heile. Wie man gesehen hat, das ist auch schon relativ zügig hier wieder aufgefüllt worden. Also...
kann mir gut vorstellen, dass man sie relativ, zumindest am Anfang jetzt hier als Heilerin gut gebrauchen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das hier verlaufen soll, denn vielleicht ist es wirklich cleverer, sich hier zurückzuziehen. Denn gerade, dass sie zwei auf einmal treffen kann, ist bitterbös. Ja, und auch so wie man sieht, wie viel sie aushält. Ich denke, die Idee ist nicht gegen, dass man gegen die kämpfen sollte. Oder? Ja, ich glaube, die Masse, gerade auch wenn zu den feinen Bogenschützen kommt, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ah, ich überlege gerade, wie man das am besten macht. Denn die Gefahr ist natürlich trotzdem einfach. Hoppala. Ich frage mich, ob es eine bessere Möglichkeit gibt, die zu drehen. Falls man nämlich nicht das so mit der Tastatur umsetzen möchte. Man sieht, man hat nicht 100% wiederhergestellt, aber man ist trotzdem schon relativ gut wieder dabei. Okay, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das Ding da aufbrechen, bevor die uns hier überrennen. Oh boy. Kann unsere auch so weit schießen? Ich glaube ja. Es wirkt halt natürlich sehr viel. Da sind, glaube ich, zwei Slots dazwischen noch gewesen. Sie hat auch nicht mehr viel. Naja, sie wurden nämlich von dem einen hier nicht getroffen. Mhm, da ist der Vorteil an Lanzen. Wir können uns nämlich nicht dagegen wehren. Oh boy. Machen wir mal ernst. Interessanterweise, obwohl man zwei Ziele so auswählen könnte, wurde nur eins registriert. Okay, und ich gehe natürlich jetzt einfach hin und heile weiter. Leider keine Chance, sich ernsthaft dagegen zu wehren. Außer man weicht aus. Immerhin etwas. Geht natürlich genau auf den richtigen auch los. Obwohl sie hier in dem Fall eine Nahkampfattacke eingesetzt hat. Wo ich mich jetzt schon wiederum frage, ob man nicht sogar überlegt, jetzt in den Nahkampf überzugehen. Sie hat leider genau jetzt hier den Skill nicht mehr über. Wo ich mich dann frage, wenn alle drei angreifen, vielleicht haben wir die Chance, sie zu besiegen. Probieren wir es doch mal. Denn auf den ersten Blick wirkte das halt wie eine Mission, wo man... Oh, 24 Schaden, ey. Whoops. Hätte gehofft, dass wir vielleicht ein bisschen mehr machen würden. Aber auf jeden Fall haben wir damit gelernt, es ist nicht der Fall, dass man so viel Schaden macht, wie man oben angezeigt bekommt. Oh boy, da kommen gleich die Masse. Ich frage, was passiert, wenn wir den Hauptgegner besiegen, ob die dann irgendwie flüchten oder ähnliches. Oh boy. Ja, das Fiese ist natürlich, man hat das Problem, dass man... Nice. Dass man das Ding kaputt machen muss. Und dann leider nicht mehr danach laufen kann. Das heißt, würde sie das hier aufbrechen, würde sie danach von Gegnern umzingelt sein. Das ist natürlich nicht ideal. So, meine Frage ist natürlich, ob ich jetzt trotzdem die Möglichkeit vielleicht hätte, die zu besiegen. Eine gewisse Möglichkeit ist gegeben. Auch nicht unbedingt selbstverständlich. Auch sie kann mehrere Leute treffen. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass sie tatsächlich... Ja, das ist fiese. Man sieht nämlich die Symbole unten und denkt, oh, die hat ein Schwert. Oh, die hat auch eine Lanze. Und diese kann sogar relativ gut einsetzen. So, gucken wir mal. Yeah. Oh, wirklich? Man kann nicht... Das ist natürlich schade wiederum, dass man nicht in den freien Raum schießen kann. Hoho. Zwar die anderen beiden da nicht besiegt, aber... macht trotzdem ordentlichen Schaden. Vielleicht war es die falsche Entscheidung, von Anfang an hier zu versuchen zu rennen.
wir jetzt natürlich hervorheben muss. Jetzt haben wir unsere Skills erstmal eingesetzt. Wenn wir Pech haben, haben wir jetzt nicht mehr genug MP, um für die nächste Runde das erneut zu machen. Na, was schön ist, wenn die in den Nahkampf gehen, haben wir eine Chance zu countern. Und das führt natürlich dazu, dass wir auch so ein paar ausschalten können. So, wenn... Oh ja, sie kann hier wieder den Wirbelwind einsetzen. Kann zwar leider nicht alle von denen treffen. Wo ich mich dann wieder frage, wie wir es am besten machen. Geh mal hier hin. Wenn ich sage, du, könntest du die da hinten treffen? Nice. Weil dann hat nämlich jeder hier sein eigenes Ziel jetzt. Easy Kill, aber... Soll ruhig passen. Ja, interessant ist natürlich dann jetzt hier auch wieder, dass wir uns überhaupt keine Gedanken machen müssen, wer welchen Gegner besiegt. Denn aller Fire Emblem ist ja der Witz, dass nur diejenige XP bekommt, in dem Fall jetzt diejenige, die Charaktere nur XP bekommen, die im Endeffekt das jeweilige Ziel angreifen oder sogar besiegen. Und das ist eine interessante Idee, weil man halt in Fire Emblem so gewisse Charaktere fokussieren kann, indem man sagt, oh, nur halt der noch schwache Bauer kriegt seine XP. Das ist immer das Fiese. Man klickt drauf und will hier immer auf die Leute draufklicken, weil zum Beispiel selbst hier ein Schwertsymbol ja aufpoppt. Aber das hat nichts zu sagen. Man kann nur die Gegner sich so angucken. Auf jeden Fall eine interessante Idee, einfach, dass man hingegangen ist und gesagt hat, okay, man bekommt einfach insgesamt XP. Break through the enemy lines and reach the exit. Oder auf hard, all enemy units retreat from battle. Also man hat unterschiedliche Conditions, die man zum Teil erreichen kann. ¿Qué es lo que se llama? 要论速度，大概只有骑马才能赢过我吧。嗯，等等，克里斯汀呢？啊，克里斯汀又不见了。那个大路痴该不会又迷路了吧？我们快回头找找。话说回来，他刚才能找到那里也真是奇迹。 你呀，你看，前面有一群魔物挡住了去路。糟了，怎么会在这里遇到呢？啊！是克里斯汀，他好像就在河的对面。不妙！ 魔物们好像也听到了，我们得赶快找到克里斯汀才行。没办法，只好一路冲进去了。Okay, ja, ist natürlich interessant, hier schon wieder zu sehen. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass man in aller Fire Emblem eher mehr Charaktere bekommen würde. Aber nach einer Mission, wo wir eine Person extra hatten, sind wir jetzt schon wieder zurück auf eine weniger. So, dann wollen wir mal ganz kurz testen, ob es hier irgendwie die Möglichkeit gibt. Ja, mit der rechten Maustaste kann man auch das Kampfgeschehen so ein bisschen drehen. Hier ist eine Kiste. Oh, die sind immerhin schon Level 4. Was beängstigend ist, dass die Viecher stärker sind als Mädel aus der gegnerischen Armee. Ja, also man sieht, ein paar neue Gegnertypen sind mit dabei. Die große Frage ist natürlich auch hier, wenn man gerade so ein bisschen wieder so an Fire Emblem zurückdenkt, was gibt es hier noch für Sachen, die man entdecken kann? Sei es irgendwie gewisse Kampfideen, dass man sagt, wirklich, man hat so eine Art Kampfdreieck aller Fire Emblem. Was für unterschiedliche Klassen tauchen da wirklich noch auf? Denn von dem, was ich ein bisschen an den Steam-Screenshots gesehen habe,
ist es tatsächlich der Fall, dass man ab einem gewissen Punkt in die unterschiedlichsten Klassen sich ebenfalls weiterentwickeln kann. Und ich kann verstehen, dass es nicht immer selbstverständlich ist, aber die Klassen, zumindest in diesem Screenshot, wirken so ein bisschen merkwürdig. Sie ist also zum Beispiel, ich glaube, sie konnte dann von einem Swordsman sich zu einem Duelist weiterentwickeln. Und dann hatte sie dann nochmal eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, dann in zwei Richtungen zu gehen. Und von dem Duelist war eine Richtung der Paladin. Oh. Die hat eine Eisattacke eingesetzt, sehe ich das richtig? Aber falls man hier wirklich sagen würde, sie könnte sich tatsächlich in so einem Paladin entwickeln, ist es sogar gar nicht mal so falsch, wenn man sieht, dass sie auch Heilfähigkeiten hat. Was ja so ungefähr in die Richtung für einen Paladin wäre. Ja, also wir werden jetzt hier, denke ich, nicht mehr allzu viel zeigen. Ich will, denke ich, einfach nur mal gucken, ob es möglich ist, an diese Kiste noch ranzukommen. Aber ich denke, sonst allzu viel mehr wird da nicht kommen. Ich denke, man hat ganz klar gesehen, es ist ein bisschen sehr viel Fanservice dabei, aber gleichzeitig muss man so ein bisschen hervorheben, zumindest jetzt hier in dem Spiel, wo die die Kiddos alle ihre Kleider verlieren. Es sind immerhin Chibis, also es wirkt dann eher dämlich niedlich als alles andere. Ja, auf jeden Fall, ich denke, man kann anhand dieses UIs so ein bisschen sehen, wie groß eine Party in einem Kampf sein könnte, weil es ist ja nicht so wie in anderen Spielen, wo man sagt, oh, es ist Turn-Based, man sieht, wann die Gegner zum Beispiel dran sind. Hier sind keine Gegner drin, also gehe ich mal wirklich davon aus, dass es einfach nur für einen selber eine Übersicht gibt. Na, hat es nicht geschafft, den zu besiegen, ey. Frage ist, man kann auch so über die hin und her schalten, was natürlich auch sehr angenehm ist, gerade wenn vielleicht die Charaktere über weitere Räume verteilt sind. Und es ist sehr interessant, sie wurde von, ich nenne jetzt mal eine Eisattacke getroffen und ist dementsprechend immer noch langsamer. Haha. Ja, natürlich auch hier sind natürlich so Elemente dabei wie Ausweichen und Countern, die natürlich auf Stats zurückgreifen. Das ist also einen gewissen Grad RNG natürlich. Und zumindest jetzt hier am Anfang wurde es natürlich noch relativ großzügig. Aber ich kann mir natürlich auch hier vorstellen, dass sich das ab einem gewissen Punkt dann doch ändert. So, ist das schon das Vieh? No, es ist einfach nur einer, der trotzdem auf uns zucharged. A Wild Boar. No. Interessant, dass man... Achso, hier zum Beispiel. Attack 4 bis 5. Sag mal hier bei ihr. 3 bis 8. Oder 3.8? Was natürlich auch interessant ist. Denn wir machen nicht 3.8 Schaden. Also, die Stats sind mir noch nicht so hundertprozentig klar. Hier zum Beispiel, das Sun recovers 50 MP per Round. Das ist eine durchaus wichtige, interessante Hervorhebung. Wieso auch immer du Feuerresistenz hast. Wo auch immer die Feuerresistenz von der Logik her kommt. Du hast angeblich gegen Wind. Okay, gucken wir mal ganz kurz. No. Und das Schöne ist, man kann hier das jedes Mal wieder zurücksetzen, falls man hier irgendeinen Fehler gemacht hat. Ich habe leider immer wieder so ein paar Spiele, die ein bisschen zu pingelig sind. Und es ist schön zu sehen, dass hier dieses Spiel das gebacken bekommen hat. So eine Sache würde ich vielleicht gleich nochmal gucken. Oh, da kommt das Schweinchen auch schon angerannt. Und zwar hier unten. Was haben wir denn hier? Ein bisschen schade, dass es hier nicht hervorgehoben wird. Okay, man hat hier einfach nur die Möglichkeit auf Tutorials. System Settings sind genau die gleichen, okay. Was haben wir denn sonst noch? Oh, interessant. Winning Conditions kann man sich hier ansehen, Losing Conditions. Und eine Übersicht von dem Spielfeld, wo es sehr interessant zu sehen ist. Okay, wir sind hier oben gestartet. Ich wollte nämlich schon sagen, wie ist der Aufbau. Denn das sind nämlich wir. Oh, wird auch mit Mouseover angezeigt. Sehr schick. Also hier sind ein paar Sachen dabei. Man hat zwar definitiv das Gefühl, dass es so eine Art Mobile-Game sein könnte, gerade wenn man so ein bisschen die Buttons sieht und wie das Ganze aufgebaut ist, aber halt, es funktioniert für den PC und da habe ich dann auch weniger Probleme, selbst wenn da zum Beispiel einmal dabei stand, oh, Tab oder ähnliches. Damit habe ich kein Problem, aber das Wichtige ist, wenn man ein Mobile-Game zum PC bringt oder wie auch immer, kann auch andersrum sein, muss das Ganze natürlich schon so gelöst werden, dass jemand, der auf dem PC das spielt, etc., das auch ohne Probleme spielen kann. Also bisher muss ich sagen, ich habe wenig Probleme mit dem Spiel. Klar, wir haben jetzt hier nur 2 oder 3 Missionen gespielt. Also wir haben definitiv noch nicht alles gesehen. Wir wissen nicht, wie komplex das Spiel ist und wie man mich
bin nicht unbedingt jemand, der sagt, dass Komplexität wichtig oder notwendig ist. Ich habe keine Probleme damit, wirklich ein Spiel zu spielen, was relativ simpel bleibt. Es muss halt im Endeffekt nur Laune machen. So, jetzt werden wir von zwei Sachen auf einmal angegriffen. Interessant ist, ich hatte immer das Gefühl, dass sie mehr Schaden macht, aber sie hat weniger Attack. Also würde ich mal sagen, du probierst dich mal an dem. Ja. Natürlich hier etwas, was man vermutlich auch nicht unterstützen darf, ist, dass die Viecher unterschiedliche Stats hier ebenfalls haben. Und würde ich zum Beispiel keine direkte Vorhebung haben, wie Rüstung, Armor, Vitality, irgend sowas. Man wiederum sagen kann, oh, das Vieh hält einfach mehr aus. Ich meine, sie hat definitiv weniger Schaden gemacht, aber... Noch nicht so hundertprozentig klar. Ha, sie ist sogar so dumm und konzentriert sich auf Leona. Anstatt einfach aus der Entfernung auf sie wieder zu schießen. Okay, du wirst es jetzt hier vermutlich allein... Oh, ist meine Frage, darf ich die angreifen? Weißt du was, mach mal nicht. Denn in der Vergangenheit... Break the enemy lines and reach the axis. All units retreat from battle. Machen wir das mal nicht. Oh, natürlich auch ein bisschen schade, dass man nicht sagen kann, hey, bleib einfach mal hier stehen. Jetzt muss ich mich immer wieder hochgehen. Ja. Ach. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen das Fiese, dass ich sagen kann, hey, bleib hier. Und dann kann ich nur kurz etwas nachträglich nochmal machen. Ich denke, das ist so die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen fies ist auf den ersten Blick. Aber auch daran kann man sich meine Sachen zu einem gewissen Grad gewöhnen. Also ich will wissen, ob man halt zu dieser Kiste hinlaufen muss. Ich meine, es kann jetzt passieren, dass die einfach immerhin falsch angegriffen. Denn gerade die Kiste, dass die auf der Map so herumsteht, ist halt sehr ein... Upsala, erstmal würde ich für dich hier gucken. Ja, weil du nämlich jetzt aber nicht mehr so weit laufen kannst. Denn normalerweise würde so eine Kiste nicht in der Karte auftauchen. Na, schön ist es, dass das Ding sich auch dann jetzt wirklich so clever anstellt. Für uns sogar clever. Und aus der Entfernung angreift. Ja, da taucht nämlich die Kiste auf. Mhm, das hätten wir nicht bekommen, gehe ich mal von aus, wenn wir hier den Gegner besiegt hätten. Sehr schick. Oh, win the battle in 15 rounds. Habe ich nicht mehr darauf geachtet. Es ist ein bisschen schade, wenn ich es hier finde, dass man nicht hervorheben bekommt, wie viele Runden man jetzt gebraucht hatte. Weil das wäre nochmal interessant gewesen. 这里布满了蜘蛛丝。 Okay, also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass die Geschichte einfach nur in den neuen Story-Bereich sich begibt. Wir gucken das einfach mal zu Ende an. Aber falls es wirklich einfach nur zum neuen Kampf führen sollte und nicht irgendwie zu einem Übersichtsscreen, wo man dann neue Sachen vielleicht bekommen könnte, würde ich sagen, kommen wir dann auch hier gleich zum Ende. Was man auch sagen kann, ist sehr angenehm, dass das Ganze synchronisiert worden ist. Ja, also für den Anfang sieht man, da gibt es erstmal so ein paar Kämpfe, die einem entgegengeworfen werden. Erstmal hat man, ja, man hat im Endeffekt drei unterschiedliche Kampfarten miterlebt. Erstmal gegen dieses Fieber, wo ich nenne es jetzt mal fast Zombies man als Gegner hatte, obwohl die immerhin Waffen tragen konnten und Skills einsetzen. Dann hatten wir eine gegnerische Armee und jetzt kämpfen wir im Endeffekt gegen wilde Biester. Geht in Ordnung. Bin mal gespannt, was da vielleicht in Zukunft noch kommen würde, aber ich würde wirklich sagen, für jetzt hier diesen Ersteindruck kommen wir bereits zum Ende, denn ich gehe mal davon aus, dass im Großen und Ganzen nicht allzu viel mehr noch dabei wäre, um das jetzt hier so zu zeigen. Also, würde ich sagen, wir belassen es dabei. Ich denke, grundlegend durchaus unterhaltsam und
ich kann es im Endeffekt nur empfehlen. Ich persönlich zum Beispiel hatte das in einem Bundle gekauft gehabt, wo 3 chinesische Spiele mit dabei waren in einem für einen relativ günstigen Preis. Und falls dieses Bundle nochmal auftauchen sollte, beziehungsweise ihr solltet dann vielleicht die Augen offen halten, falls ihr Interesse daran habt, kann ich nur empfehlen, dass man sich das holt, denn die anderen beiden, auch wenn ich selber die noch nicht gespielt habe, sollten auch gar nicht so falsch sein. Gut, das ist mein erster Eindruck von Empire of Angels 4. Ich finde es ganz unterhaltsam. Frage ist natürlich, wie es von der Tiefe her aussieht, aber zumindest der Anfang war doch ganz in Ordnung. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.